herzlich willkommen zur großen Musiktheorie-Show von Dr. Ullmann. Und hier ist Ihr Gastgeber, Steven. Oh, hallo, ich habe Sie gar nicht gesehen. Heute geht es um die 7 modalen Tonleitern, auch Modes oder seltener Kirchentonleitern genannt, die für exotische Sounds sorgen, jenseits der konventionellen Dur- und Molltonalität. Diese Modes werden zuhauf verwendet in Pop, Rock, Jazz, Filmmusik. Im Jazz gibt es sogar eine ganze eigene Stilrichtung namens Modal Jazz, die auf der Verwendung dieser Skalen basiert. Nach einer allgemeinen Erläuterung zeige ich euch viele weltbekannte Beispiele aus Pop, Rock, Filmmusik, Jazz, Klassik. Und zum Schluss zeige ich euch, wie ihr in ein paar simplen Schritten diese 7 Modes finden, bestimmen oder aufschreiben könnt. Also, nun zu den Modes. Die Modes heißen Ionisch, Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Äolisch und Lokrisch. Wenn du die ganz gewöhnliche Dur-Tonleiter kennst, dann kennst du im Prinzip schon alle 7 Modi. Wenn du Dur- oder Moll-Tonleitern oder Intervalle gar nicht verstehst, dann würde ich dir empfehlen, noch fleißig meine Playlist Musiktheorie Komplettkurs anzuschauen. 2 modale Tonleitern kennst du wahrscheinlich schon, nämlich den 1. Modus, Ionisch, und den 6. Modus, Äolisch. Ionisch ist nichts anderes als die ganz gewöhnliche Dur-Tonleiter. Äolisch ist der 6. Modus. Und warum 6. Modus? Wenn wir eine ganz normale Dur-Tonleiter haben und den 6. Ton zum Grundton erklären und eine neue Tonleiter mit genau den gleichen Tönen auf diesen neuen Grundton aufbauen, dann erhalten wir die natürliche Molltonleiter. Diese natürliche Molltonleiter heißt auch äolisch, deswegen 6. Modus. Das gleiche Prinzip können wir aber auch auf die restlichen 5 Töne anwenden, indem wir jeden Ton der Dur-Tonleiter zum Grundton erklären und eine neue Tonleiter aufbauen. 1. Modus ist also ionisch, 2. Modus ist dorisch, 3. Modus ist phrygisch, 4. Modus ist lydisch, 5. Modus ist mixolydisch, 6. Modus ist äolisch, 7. Modus ist lokrisch. Jetzt hören wir mal zu jedem der 7 Modi ein weltbekanntes Beispiel. Wir werden alle Modi vergleichen mit ionisch und äolisch, um zu sehen, was ist denn die Charakteristik dieser modalen Skalen, also in welchem Ton weichen diese Skalen ab von der herkömmlichen ionisch und äolisch Skala, damit die ihren charakteristischen Sound erhalten. Ionisch ist wie gesagt die ganz normale Dur-Tonleiter und diese ist seit Jahrhunderten der prägende Klang von Klassik und Volksmusik. Aber auch Van Halen benutzen den ionischen Modus in ihrem Song Jump von 1984. Ich habe außerdem alle Klangbeispiele leicht verfremdet, damit ich keine Urheberrechtsverletzung bekomme. Dort erklingen im Intro über einem Orgelpunkt C verschiedene Dreiklänge aus der Tonart C-Dur. Ein Orgelpunkt ist einfach ein lang ausgehaltener, gleichbleibender Ton über oder unter wechselnden Harmonien. An dieser Stelle wollte ich nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass ich einen Patreon-Account jetzt habe. Dort findet ihr jede Menge PDFs, unter anderem zum Thema Intervalle und Tonleitern. Mein gesamtes Buch, Die Musiktheorie verstehen und souverän bestehen, hat 164 Seiten und über 40 Aufgaben und Lösungen aus Original Musikhochschuleignungsprüfungen. Außerdem werde ich meinen kompletten 5,5 Stunden Klavierkurs dort hochladen in Form von einem Video pro Woche. Außerdem noch zusätzliche Musiktheorie-Bonusvideos, auch 1,5 Stunden mit nochmal 9 bis 10 Aufgabenblättern. Das alles gibt es gegen eine kleine Gebühr, die ihr jederzeit kündigen könnt. Schaut also vorbei, wenn ihr diese Arbeit unterstützen wollt, und bitte abonniert mindestens meinen Kanal. Vielen Dank. Dorisch ist der 2. Modus, also die Tonleiter, die man erhält, wenn man beim 2. Ton einer ganz normalen Dur-Tonleiter anfängt und diesen 2. Ton eben zum Grundton erklärt. Dorisch ist eine Molltonleiter, die sich aber von der natürlichen Molltonleiter, also äolisch, darin unterscheidet, dass sie eine große Sechste hat statt einer kleinen. Äolisch hat eine kleine Sechste, dorisch hat eine große Sechste. Und diese große Sechste, die dorische Sechste, ist die Charakteristik dieser Skala.
Der Song Mad World im Original 1983 von Tears for Fears wurde dann gecovert 2001 von Gary Jules. In dem Song, in der Klaviereinleitung, wird von der Skala F dorisch ausgiebig Gebrauch gemacht. In der Klaviereinleitung pendelt die Harmonie in der linken Hand zwischen den Akkorden F-Moll und B-Dur. Wenn wir auf der dorischen Skala Stufenakkorde errichten, dann erhalten wir auf Stufe 1 einen Moll-Akkord und auf Stufe 4 einen Dur-Akkord. Dieses Wechselspiel, Stufe 1 und Stufe 4, ist sehr charakteristisch für den Gebrauch von der Skala dorisch. Phrygisch ist ebenfalls eine Molltonleiter. Diese hat aber im Gegensatz zur natürlichen Molltonleiter eine kleine Sekunde statt einer großen. Unter Fachleuten wird diese kleine Sekunde auch B9 genannt. Die phrygische Skala klingt immer leicht orientalisch, da sie oft in arabischer und türkischer Musik verwendet wird. Auch Metallica verwenden diese Skala sehr gern, zum Beispiel im Song Wherever I May Roam. Aber auch im Hip-Hop kommt sie oft vor. In diesem Beispiel haben wir den Song Gin and Juice von Snoop Dogg aus dem Jahr 1993. Der Bass pendelt in diesem Beispiel zwischen Grundton und kleiner Sekunde hin und her. Lydisch ist eine Dur-Tonleiter, die aber von der herkömmlichen Dur-Tonleiter, also ionisch, in der übermäßigen Quarte abweicht. Diese übermäßige Quarte wird fachsprachlich auch Kreuz 4 oder Kreuz 11 genannt. Die lydische Skala hat einen sehr heroisch-optimistischen, aber auch irgendwie mystisch-ehrfurchtgebietenden Sound. Deswegen ist dieser Modus sehr unter Filmkomponisten beliebt. Hier ist ein Beispiel aus John Williams Star Wars Musik, nämlich Yodas Thema. Es ist in C lydisch. Wenn wir in lydisch die Stufenakkorde notieren, dann haben wir auf Stufe 1 und 2 Dur-Dreiklänge im Ganztonabstand. Diese Akkordfolge wird häufig verwendet, um diesen markanten lydischen Sound zu erzeugen. Unter anderem auch in diesem Beispiel. In diesem Beispiel pendelt die Harmonie zwischen den Dreiklängen C-Dur und D-Dur hin und her und die Melodie steuert gezielt Akkordtöne an. Mixolydische Tonleiter ist auch eine Dur-Tonleiter, unterscheidet sich aber von ionisch in der kleinen Septime. Wenn man Blues, Rock oder Funk beherrschen will, dann muss man die mixolydische Skala kennen. Unter anderem die Beatles verwenden die mixolydische Skala, E-mixolydisch, im Song Norwegian Wood von 1965. Es klingt so, als wollten die Beatles hier Anklänge an den indischen Mystizismus erzeugen. Äolisch, der sechste Modus, entspricht wie gesagt exakt der natürlichen Molltonleiter. Die Einleitung von Crazy Train, dem Song von Ozzy Osbourne von 1980, verwendet im Intro die Skala Fis-Eolisch.
Man könnte es auch einfach Fis-Moll nennen. Der siebte Modus, Lokrisch, kommt in jeder Art von Musik äußerst selten vor. Lokrisch entspricht der phrygischen Skala, nur hat Lokrisch ebenfalls eine B5, also eine verminderte Quinte. Anders beschreiben könnte man Lokrisch auch als natürliche Molltonleiter mit kleiner Sekunde und verminderter Quinte. Ich kenne nur einen einzigen Song, der die lokrische Skala eindeutig verwendet, und das ist Björks Song Army of Me von 1995. Die Bassline lässt hier C lokrisch vermuten, da der Ton C den längsten Notenwert hat. Auch die Melodie stützt diese Vermutung, dass es sich um C lokrisch handelt, weil viele Phrasen mit C beginnen oder enden. Phrasen sind im Prinzip kleinere Melodien oder melodische Fragmente. Tatsächlich vermeidet die Gesangsmelodie aber den charakteristischen Ton im Lokrischen, nämlich die B5. Jetzt zeige ich euch, wie ihr eine modale Tonleiter oder Kirchentonleiter leicht bestimmen, aufschreiben oder irgendwie finden könnt. Und zwar hier eine Beispielaufgabe. Benenne diese Tonleiter inklusive Grundton. Da der erste Ton ein F ist, wissen wir schon mal, was der Grundton ist. Jetzt gibt es ein paar simple Arbeitsschritte. Zuerst zählen wir die Versetzungszeichen im Quintenzirkelanordnung, also in Quarten oder Quinten. B, S, As, Des, Ges. Wir haben 5 Bs. Und wer jetzt seinen Quintenzirkel gut gepaukt hat, der weiß, die Tonart Des-Dur hat 5 Bs. Es ist aber nicht die Des-Dur-Tonleiter, denn unser Grundton ist ja F. Und jetzt müssen wir überlegen, F ist welche Tonstufe von Des aus betrachtet? F ist die große Terz von Des, ist also die dritte Stufe von Des-Dur. Also der dritte Modus der Dur-Tonleiter, Des. Und da müssen wir überlegen, welcher Modus beginnt auf der dritten Stufe einer Dur-Tonleiter. Der dritte Modus ist phrygisch, es handelt sich also um die Tonleiter F-phrygisch. Wenn ihr mehr Beispielaufgaben und eine kurze Zusammenfassung wollt, dann schaut auf meinem Patreon-Kanal vorbei. Da gibt es nochmal ein PDF mit jeder Menge Übungsaufgaben.